Und dann wird's auf einmal ziemlich geil. Okay, cool. Geil. Nee, ernsthaft. Das ist ja richtig cool. Willkommen im neuen Jahr, willkommen zur neuen Preview. Die Jahre vergehen wirklich wie in einem schwarzen Loch versinken, ne? Findet ihr das auch? Und genauso heißt auch unser neuester Effekt, Black Hole von Richard Griffin. Ja, die Sparwitz-Überleitungen sind dieses Jahr auch wieder mit dabei. Und ja, wir schauen mal rein. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet, aber bin gespannt. Richard Griffin, der Name sagt mir auch definitiv was, aber ich kann ihn gerade nicht zuordnen. Shame on me. So, gucken wir mal. Productions. Imagine taking a Sharpie and drawing a black spot onto a sticky notepad, making a black hole. Bis hierhin auch selten geil. So, wenn du zu irgendwas sagst, stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Stift und malen einen schwarzen Punkt auf den Zettel. Können Sie sich das vorstellen? Sehr geil. Mit dem Sound. You then take the same Sharpie and push it into the black hole until it completely Und dann wird's auf einmal ziemlich geil. vanishes. The black hole can then be Okay, peeled off cool. and given away as a souvenir. This can be performed anywhere and has an instant reset, so it makes it ideal for walk-around magic. Geil! Nee, ernsthaft? Das ist ja richtig cool. Boah, wir gucken kurz fertig, dann sag ich was dazu. My name's Also, Richard Griffin, and this is the black hole. geil, geil. Also, als erstes muss ich sagen, ich finde diesen Zigarette durch Münze-Effekt an sich geil. Auch Zigarette durch Karte, Sharpie durch Karte, geil. Aber es ist irgendwie noch nie so, irgendwas hat immer nicht gepasst. Was hier jetzt. Zumindest zum ersten Gefühl ja direkt passt ist, dass warum soll ein Sharpie durch eine Karte irgendwie so, das passt für nicht zusammen, wie ich gerade gesagt habe. Deswegen, aber dieser Stift, der durch das Notizzettel durchgeht, irgendwie passt es besser zusammen. Vom Gefühl her, keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen. Und es hat natürlich noch ein paar so geile Sachen. Du kannst den Zettel nachher rausgeben, es sieht ultra clean aus. Auch der Vanish, der müsste meines Erachtens gar nicht sein, aber ist natürlich auch geil, wenn das Ding auch noch einfach verschwindet. Ich glaube zwar, dass es in Richtung Sakko geht, aber nur reine Spekulation. Sieht super clean aus auf jeden Fall. Geil, will ich mir auf jeden Fall näher anschauen. Ich hoffe, dass wir es zur Review rankriegen. Erster Eindruck ist echt Hammer. Also entweder ich habe was Krasses übersehen, aber nee. Nee, ist einfach geil. So soll es sein. Ihr malt einen Punkt wo drauf. Es klingt erstmal super banal. Und auf einmal geht der Stift da durch und alle denken sich, what the hell is here going? Das ist geil. Nee, das ist so richtig organic, to-go-magic, so im Büro. Ich meine, ich habe ja auch noch einen Bürojob, ne? Und dann, wenn du da so sitzt und sagst, hey, gib mal den Stift und so, gib mal den da, ne? Und dann kannst du den Effekt schnell performen. Ist geil. Ist geil. Nee, ich bin echt hyped, Alter. Richtig coole Sache. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Deshalb die Review. Ob es wirklich so clean und gut ist. Das wäre noch der Punkt, der zu klären ist, weil Trailer sind ja immer so eine Sache. Aber bisher geil. Gut. In diesem Sinne, schreibt mir bitte unbedingt mal rein, wie ihr es so findet. Ob ihr auch sagt, cool oder ob ich übertreibe. Keine Ahnung. Und auch gerne Vorschläge jetzt für weitere Previews in den nächsten Wochen. Und ja, in diesem Sinne, erstmal bleibt magisch.